Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring, Part 50. Tja, beim letzten Mal haben wir es ja mit einem Gegner versucht aufzunehmen, und zwar einem Todesvogel. Und ja, was soll ich sagen, da war der Name Programm, ne? Der hat uns mehrfach sogar getötet. Und ich würde mal sagen, da sind wir noch ein bisschen zu schwach auf der Brust für den. Ne? Das war zwar machbar, sage ich mal, ne? Früher oder später wäre es dann gegangen. Aber kam mir sehr langsam vor und die Ausdauer war ziemlich schnell wieder runter, also trotz unseres Medaillons, würde ich schon sagen. Ah, da ist noch so ein Bäumchen, oder? Ach nee, den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Der hat nichts Besonderes oder keine besondere Bewandtnis. Ja, ich weiß nicht, ob der mit der Questline hier in irgendeiner Form in Verbindung steht, mit diesen beiden Maiden, die wir schon getroffen haben, ne? Denen ein Medaillon entwendet wurde, ne? Deswegen komme ich hier auf Medaillon oder Amulett. Oh, Moment, da ist eine Hütte. Hä? Ist ja gleich hier um die Ecke. Okay, warum habe ich ihn die vorher nicht gesehen? Ja, der soll in irgendeiner Hütte hausen, haben sie gesagt. Ach, und hier ist ja auch ein... Okay. Krabbenkocherhütte. Nee, ich glaube, der ist das aber nicht, oder? Nee, der ist ein alter Krabbenkocher. Boah, der hat offenbar nur die kleinen Exemplare im Sinn hier. Die größeren interessieren ihn nicht. Na gut, was soll er auch mit sowas Großem? Man kann ja jahrelang fressen. Wollt ihr Ärger? Fragt er mich. Ach, der, doch, der hat die. Gebt mir die Halskette. Einverstanden. Sollen wir jetzt gegen den kämpfen, oder was? First, you hand me the runes. And don't try nothing. Gut, dass wir gar keine mehr haben. Ach, das muss ich von ihm kaufen? Für 1000, oh. Die könnt ihn ja... Ne? Wäre das sinnvoll, ihn um die Ecke zu bringen, oder geht das denn verloren? Gestohlen von einer Schwarzwache. Ach, der ist eine Schwarzwache. Doch, das wäre ein unschuldiger Krabbenkocher, ja. 1000 Bäume. Hm. Oh, ich möchte das ungerne Seelen- oder Runenbatterie ausgeben hier. Vielleicht erstmal ein paar Gegnerchen platt machen. Ich meine, hier gibt es ja doch ein paar, ne? Also in der Hütte ist zu. Wie kommst du denn hier da überhaupt rein, Junge? Ist ja komisch, dass mir vorher nicht aufgefallen ist hier. Ich meine, die fällt ja doch auf, ne? Und jetzt immer gedreht, hä? Geil. Hä? Ach so, ja, ich bin ja aus der anderen Richtung auch gekommen, ne? Deswegen habe ich die vorher gar nicht gesehen. Na. Ah, vielleicht habe ich es auch übersehen. Ihr habt es wahrscheinlich die ganze Zeit schon in meinem Video gesehen. Ja, da ist er doch, da ist er doch. Warum gehst du denn da nicht hin? So nach dem Motto. Ah, hier ist noch eine Hütte sogar. Okay. Nee, das ist wieder, das ist die Ruine, ja, da wo wir gegen diesen Terrorvogel gekämpft haben. Aber den nehme ich mir später vor. Ja, genau, wenn man irgendwas noch nicht schafft. Das ist ja hier der Vorteil an dem Spiel. Weil jetzt sind hier gar keine Gegner. Das ist ja lustig. Hä? Ja, ach, ist die Hütte. Gut. Ja, fällt hier richtig aus dem Rahmen so ein bisschen. Ne? Ja, hier gab es ja eher Ruinen und so. Ne? Ah, das hier, oh, da sind die Krebse, die großen, ne? Na, ich glaube, für die bin ich auch noch zu schwach. Denke ich mir mal. Ich weiß es nicht. Ach, da sind diese kleinen, ja, dann nehmen wir mal die andere. Steig mal ab. Die Klauen. Oh, das ist eine ganze Rotte. Aber mit denen könnte ich es aufnehmen. Die sind nicht allzu schwer. Nee, warum? Weil ich die falsche... Passt du mal wieder hier nochmal? Okay. Ne, hab ich schon entdeckt. Mehr oder weniger. Oh, lolo, lolo. Ihr kennt mich nicht. Oh, Kampfmusik. Aber der eine schlecht davon, das ist gut. Mit zweien geht's vielleicht noch. Ne, der hat ein Schild. Oh, die haben beide ein Schild. Okay. Kein Problem, sind zwar sehr gelenkig. Aua. Müssen wir aber mindestens Szene von denen kalt machen. Ne, das ist mindestens nicht auf jeden Fall.
Na, nicht ganz. Neune. Brauchen wir eine krumme Zahl, ja? Oh, ein Helm? Blutgrinsel. Ih, der war schon krank. Ich habe ihn eigentlich nur erlöst. Der Ärmste. Ja, da kommen wir ganz schnell auf die 1000. Ne? Was soll's. Ah, vielleicht versuche ich mir... versuche ich mich doch mal an dem Hummer da. Den Hummer in Riesenform. Ach du Scheiße. Das ist ein Riesenmonster, ey. Ne, der sieht schon sehr stark aus. Oh Gott, das ist ja noch einer. Nee. Oh, will er schon angreifen? Hm, der sieht mich schon. Ich probiere mal. Oh, der hat rote Augen. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Und macht, nimmt wenig Schaden. Oh, oh. Nimmt sehr wenig Schaden. Ah, vielleicht kann er ja bluten. Oh Gott. Nein, das ist eine schlechte Idee. Oh Gott, der kann ja gezielt pinkeln. Uiuiuiui. Das macht doch gut Schaden. Vielleicht kann man den von hinten irgendwo angreifen. Diesmal ein Hummer von vorne eher gefährlich. Oh, jetzt kommt hier so eine scheiß Libelle. Oh, das ist so heftig. Der wird zwar sehr viele Runen bringen, könnte ich mir vorstellen. Nein! Ja, er kann bluten. Das ist ja das Wichtigste. Oh Gott. Au! Weg, 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 weg! Der sticht. Ha, er kommt nicht los. Oh, schade. Das konnten wir leider nicht ausnutzen. Ja, rechtzeitig. Ja, machbar. Ganz gut machen. Oh ja. Die bringen wirklich viel. Komm her, du Mist. Immer stören die mich im Kampf hier. Streifen weißen Fleisches. Ach, von denen hat man das weiße Fleisch. Okay, jetzt. Das ist die, oh, das ist die nächste Rotte von denen. Das sind gar nicht mal wenig. Hab ich schon bemerkt. Oh, dann komme ich jetzt schnell auf mein Kontingent an Runen, die wir jetzt brauchen. Ah. Wer steht denn hier ein bisschen? Die laufen fast in einer Reihe, leider. Kann ich hier die Qualle auswählen? Gegen den? Ach, der ist auch gleich tot hier. Oh, der hat wohl mich berührt irgendwie. Aua! Yes! Cool. Oh, das ist ja noch eine Rotte. Oh, oh. Oh, ich habe schon einen wiederbekommen. Benutzt doch mal deine Keule, Junge. Ja, die sind wirklich sehr schwach wiederum, ne? Ich meine, gut, ja, die halten drei Schläge meinen aus, aber das ist ja mit meinen Klauen. War schnell gemacht, ne? Und ich sag mal, Klauen haben ja generell nicht so einen hohen physischen Grundschaden. Das haben wir ja schon alles zusammen eigentlich. Mehr als wir brauchen. Aber gut, der Vollständigkeit halber, ne? Ja, meine Drinks voll haben hier. Oh, aber sie halten einen Backstep-Stand. Backstep. Genau, das, was es da gab, haben wir schon geholt. So. Na gut, dann können wir wieder zur Hütte. Wobei es mir echt nicht behagt, dass wir den da bezahlen. Moment, nee, das ist ein anderer. Oh, oder? Hm, vielleicht kriegen wir da auch noch was. Aber da komme ich wieder nicht hoch, ne? Ja, das ist zu hoch. Da kommt man da von der anderen Seite hoch? Nee. Naja. Von einem Dach zum nächsten. Nee, ich glaube, das ist zu weit. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so weit springen kann. Man kann schon weit springen. Hm, glaube ich nicht, oder? Dass man darüber kommt und dann da irgendwas looten könnte.
Falls es da was gäbe. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt. Nee, denke ich nicht. Ich denke es nicht. Aber man weiß ja nie. Boah, das sieht so genial aus. Ach, das ist da... Welche Höhle ist denn das hier? Ach so, hier ist noch eine Höhle. Aber hier waren wir doch schon. Nein! Das Ding ist eingesammelt. War das nicht der eine Baum, wo wir schon mal was gelootet haben? Oder war es jetzt... Nachricht lesen. Ach so, das war eine Nachricht. Ich habe nichts gelootet, glaube ich. Das war das eine Mal schon, ne? Als wir hier beim ersten Mal waren, da haben wir hier genau das hier, die goldene Saat, ja, so ist es, ja. Die haben wir gelootet, ja. Die werden ja nicht so eng beieinander stehen hier. Ah, da waren ja die Soldaten, genau. Gut, das ist die nächste Rotte. Alles klar. Na gut, dann haben wir das soweit erledigt. Ja, ist gut, gut. Bin ja schon weg. Ihr Gegner, ihr. Achso, da war die alte Dame. Ich weiß nicht, ob das immer dieselbe ist, die eben auch in der Tafelrundfeste sitzt, oder und ob die sich dann immer irgendwo hinbeamt. So, jetzt müssen wir mal wieder zu der Hütte. Da könnte ich ja auch ganz einfach mich beamen, ne? Also, weil die haben wir schon freigeschaltet hier. Genau, die Krabbenhütte. Na, das ist auch passionierter Krabben. Bekämpfer, Krabbentöter. Ah ja, gut. Wie gesagt, es behagt mir nicht dafür zu bezahlen, aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht. Ah ja, tunnelt eine. Meinst du? You want some of me prawn? Freshly cooked it is. Mm-hmm. Right, it's yours. Uh-huh. You can meet me price. I could be persuaded to sell you some other bits too. If you've got the runes. Aha. Also es lohnt sich doch, ihn nicht zu töten. Oh. So you met the girl, did you? Alright, well. Sod the particulars of the matter. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped, is it? Anyway, she ain't all right, that one. Lucky she ain't died on the bloody roadside, I reckon. Nicht sehr nett. Dinge können wir verkaufen. Ach so, gekochte Garnele. Was bringt denn das? Erhöht für einige Zeit die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Das ist ja ganz cool, wenn das immer so bei Garnelen so wäre. Ne? Rias Halskette gestohlen von einer Schwarzwache. Auf dem Anhänger sieht man das Relief einer anmutigen Frau aus einem fremden Land. Die Kette scheint Ria viel zu bedeuten. Boah, die scheint keinerlei Effekt zu haben, oder? Sind Schlüssel-Item mehr oder weniger? Ne, nee, Objekt herstellen oder nicht. Inventory. Genau. Ja, da ist es nämlich, wie das heißt. Ja. Aber hier steht auch nichts. Nee. Die hat keinen Effekt, also können wir hier sie zurückgeben. Machen wir das mal. Cool, dann haben wir die Quest ja erledigt mit Ria. Und das ist doch schön. Das ist doch herrlich. Dann können wir hier getrost das ganze Kapitel abschließen, ne? Und machen dann im Schloss Sturmschleier weiter, weil da gab es noch einiges. Einiges zu finden. So, auf jeden Fall. So, war das hier der Pavillon der Richter? Ja, das war er. Ja, die ist noch da. Guckt schon so erwartungsvoll. Ne, ich hab mir schon gefunden. Held könnte überreichen. That is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya, in the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Aha. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks.
Please. Take this. Einladung von Haus Vulkan haben wir da nicht bekommen. Aha, ist die Vulkanierin oder wie? Ja. Kleiner Star Trek-Gag. Seek the Altus Plateau, the realm of Altus. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Earth Tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, and one more thing. Only for you. This land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. But the lift has been defunct for an age, meaning there's no simple means of passage. Instead, you must seek the old ruins in the cliff, at the base of the valley, near the Grand Lift. There's an old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Bestimmt wird sie denn da auf uns warten, ne? Seek the old ruins in the cliff. At the base of the valley near the Grand Lift, there's an old tunnel. It was excavated from both ends. I have faith in you. Okay, ja, das wissen wir ja, ne? Ja, genau. Okay, dann hat sie uns alles gesagt, was sie uns zu sagen hat, ne? Jetzt haben wir diesen Brief erhalten. Mal sehen, was es damit auf sich hat, Leute. Das ist ja interessant hier, wie sich das entwickelt. Was ist das für ein Spiel? Egal. Ja, das ist wieder dieses Mystische, ne, was Bloodborne an sich hatte. Gottricks große Rune ohne jeglichen Segen. Ja, den Segen muss ich mir erst noch holen, dann kann ich die auch nutzen, glaube ich. Was haben wir denn hier noch? Achso, hier haben wir jetzt mehrere Töpfe. Gesprungener Ritualtopf ist bestimmt... Von Ritualtöpfen nötiger Behälter. Okay. Was kann ich hier? Parfüm. Parfüm. Wo kann man denn hier Parfüm herstellen? Oh, wir haben ja wieder einen Steinschwertschlüssel gefunden. War mir jetzt gar nicht so klar. Dann sollte ich vielleicht nochmal in die Tafelrundfeste, oder? Oder behalte ich das lieber, falls ich dann in der Burg nochmal auf ein Schloss treffe? Was wir damit öffnen können? Ja, ich warte lieber noch. Wo ist denn jetzt dieses, das Schreiben? Ist ja keine Waffe. joa, ne? Ach nee, hier ist jetzt auch nochmal alles. Hä? Als was wird es dargestellt? Als, nee. Talisman ist es. Ach, hier jetzt. Bei Schriftschärf, da steht es eigentlich. Eine schriftliche Einladung des Hauses untersuchen mit... Ein Brief von Rhea zum Dank, dass ihr ihre Kette gefunden habt. Enthält eine Einladung nach Haus Vulkan. Tapferer Befleckter, sucht das Altus. Ah, da steht doch nochmal, das ist beschrieben ganz genau, ne? Im Reich des Erdenbaums. Erweist ihr euch als würdig und erreicht dieses Ziel, wird Haus Vulkan seine Armee für euch, seine Arme für euch öffnen. Auf dass sie an der Seite einer Familie der Tapferen kämpft. Also, das hat sie auch gesagt schon, ne? Sehr cool. Müssen wir nur die Einladung vorlegen und dann können wir da hin. Zum Haus Vulkan. Lass mich raten, das ist es. Deswegen hier das Fernglas, oder? Ich vermut's mal ganz stark. Ah, oh, das macht so einen Bock, ey. Natürlich will man da hin. Ist da, wo das Siegel war? Nee, ne? Nee. Da war das Siegel. Oder? Nee, das ist was ganz anderes. Wo war denn diese Siegeltür? Sehe gar nicht mehr durch, Leute. Oder war das da? Nee, so weit hinten war das doch nicht. Das war... Hä? Sieht hier irgendwie alles ganz anders aus jetzt. Nee. Nee, das kann's nicht sein. Von wo sind wir denn gekommen? Das ist noch so ein Pavillon.
Keine Ahnung, Leute, von da an. Ja, von da sowieso, ja, da hat das Spiel ja begonnen, ne? Ja. Dann ist man darüber, da kam dann quasi der erste Boss. Na, das war dieses Spinnenwesen übrigens, was ich neulich in der Burg auch kalt gemacht habe. Ne? Naja, war es eine relativ unlösbare Aufgabe. Ne, da ist aber so ein Baum. Guck mal, da ist ein Baum. Und von dem Baum aus, da ist dann das, das ist das Plateau quasi. Ne? Da gibt es einen Weg, da gibt es eine Höhle. Da muss man sich dann bis dahin durchkämpfen. Ne, von hier bin ich gekommen, ne? Von dem Gebäude. Das müsste es sein, genau. Wenn ich mich nicht irre. Da wurde ich hin teleportiert, oder? Ja, das müsste es sein, ja. Okay, geil. Man kann überall hin, ja. Alles, was man hier sieht, kann man betreten. Das ist so wahnsinnig. Aber das scheint das Schloss zu sein, denke ich mal, ne? Und mit Hilfe der Einladung kommen wir da überhaupt erst rein. Wenn wir die nicht gefunden hätten, dann würden wir da gar nicht reinkommen, denke ich mal. Ne? Cool. Okay, Leute. Aber, ja, wie gesagt, ne? Unsere Aufgabe erwartet uns erstmal noch in Schloss Sturmschleier. Da muss ich erstmal noch hin. Söderle. Wo ist denn das? Oh Gott. Boah, das hat man eine ungefähre Ahnung davon, wie riesig dieses Spiel ist, ey. Hammer, ja, Waldhorn. Da gehen wir mal zuerst hin. Da, von da aus gehen ja alle Wege mehr oder weniger ab, ne? Söderle. Ach so, Quatsch. Ich wollte ja erst noch... mein Fehler. Ach so, nee, zur Tafelrundfeste. Ich gehe mal zur Tafelrundfeste. Da wollte ich ja erstmal noch hin. Tafel der Gnade. Sehr schön. Ah, alles voller Geheimnisse. Ich liebe es ja. Ne? Genau, er hat uns ja auch noch einen Auftrag erteilt hier. Ne? Ah, Vater ist wieder im Arbeitszimmer. Also der Leiter quasi des Ganzen hier. Ich möchte jetzt erstmal zum Schmied. War der nicht hier? Redet er jetzt endlich mal mit uns? Ne. Er ist nicht sehr gesprächig. Nee, hier waren ja diese komischen... Diese Maid. Die redet ja nicht mit uns und die verkauft uns nur irgendwelche Dinge. Aber hier ist noch nichts Besonderes passiert, oder? Können wir ihm den Brief zeigen? Oder ist hier noch eine andere Figur drin? Nee. Was gibt es? Über Gottrick? Achso, da kann man dann nur... Genau, nach wie vor ihn dazu befragen, zu den weiteren Boss, also Hauptbossen, sagen wir es mal so. Oh, da ist jemand. Wer ist denn da? Jo, mei, wer bist du denn? Rotkäppchen. Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive though? Ja, ist er. Table hold. Covert quarters of the two fingers. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Mhm. Wurden wir die nochmal getroffen? War das nicht auch in der Burg? Hm. Das ist schon an so vielen Orten. Auf jeden Fall kommt sie mir bekannt vor. Ja, wirst du noch finden. Keine Sorge. Vielleicht ist ja auch Händlerin, verkauft uns dann irgendwann was Besonderes. So, da waren die. Also es füllt sich so langsam, ne, würde ich mal sagen. Irgendwann müssen sie da wirklich neue Stühle hinstellen. Achso, wir können ja mal ein paar Bücher loswerden, ne? Mhm. Der Ärmste, er betet. Ich glaube, da sollen wir ihn noch gleich drauf ansprechen. Werden wir auch machen, aber ich gebe erstmal mein Buch weiter. Ihm muss ich es geben, glaube ich. Wo ist er denn? Da. Er ist ja ein Gelehrter. Genau, ein Gebetsbuch überreichen. Das wollte ich machen.
Ach, die können wir alle überreichen. Ist das sinnvoll? Oh oh. Ja. Also willst du es nicht? Ah, er nimmt es trotzdem an. Gott sei Dank. Will den Mist loswerden. Noch ein. Ich kann bitte nur ketzerisch. Es tut mir leid. Was sagt das über meine Persönlichkeit aus? Hm. So, die haben wir schon gekauft. Das sind Pyromantien natürlich jetzt in erster Linie, ne? Das habe ich schon. Geht in Flammen auf? Wusste ich gar nicht, dass ich das schon gekauft hatte bei ihm. Nö. Hm. Was sind das Schönes? Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit einer schwarzen Flamme. Ja, gut, viel ist es nicht. Nicht genug Geld. Oh ja, 6000 kostet das. Das ist alles zu teuer. Er kann ich mir noch nicht leisten. Okay. Jo. Und dann hatten wir doch noch was für den Magier hier. Der ist ja hier, der Gute. Ich will gar nicht wissen, was er da drunter hat, ne? Talente lernen. Ach ne, ihm können wir nichts übergeben. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Hm, okay. Gut, ihm können wir es nicht geben. Dann wahrscheinlich dem anderen. Aber der ist noch nicht hier, oder? Hm. Vielleicht kommt er ja noch vorbei auf ein Käffchen oder so. Ich nehme mal an, irgendwann werden die ja alle sein. Dann hat man auch nicht mehr so einen weiten Weg. Ja, da haben wir nur die Finger. Da können wir nicht weiter. Da können wir nur denn die Seelen quasi eintauschen, ne, von den Hauptbossen. Aber mit ihm können wir nochmal reden, der Ärmste. Hm. Just lay out your arms. Mhm. Waffe verstärken. Die kann ich noch nicht verstärken, aber. Oh, da haben wir schon reichlich jetzt, ne? Von den Schmiedesteinen. 2. Machen wir das mal. Immerhin 5. Das war. Da brauchen wir 4. Oh, das sind nur 3 leider. Mal immerhin. Skaliert schon ordentlich hier. Ach so, was waren da noch jetzt? Was kaufen wir? Kriegsasche. Kriegsasche? Ach so, ich könnte die nur einsetzen jetzt, ne? Duplizieren, verkaufen über Gebete. Oh. Ja. Über Roderick, ja. Okay. Die kennen sich wohl. The girl you bore here. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. Mhm. But she has a gift for spirit tuning. Mhm. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Mhm. Mhm. Interessant. Oh, diese Charaktere sind hier tiefer, als man es für möglich gehalten hätte. Ne? Sonst sind die ja, naja, sind es ja generell in Dark Souls, ne, davon ab. Man muss sich halt nur mit ihnen auch beschäftigen, ne? Also sprich die Gegenstände, die passenden lesen und so, ne. Und dann erfährt man eine ganze Menge über ihren Hintergrund, ne? Und, aber hier ist es noch ein bisschen, ja, ein bisschen zugänglicher, das Ganze, finde ich. Ja, hier war auch nichts weiter. Hat die vielleicht neue Waren für uns, die Maid hier? Könnte ja manchmal sein, ne? Aber gut, wir haben ja jetzt nicht so viel geschafft. Eine Klangperle haben wir noch nicht gefunden. Losungsring. Ach so, das ist ja Hilfe erbitten und so. Ne? Das ist eigentlich ganz praktisch. Falls wir dann doch mal überfallen werden. Genau, das andere kennen wir ja schon. Gut, na dann beamen wir uns mal direkt wieder raus hier. Haben wir immer ein bisschen verstärken können, unsere Krällchen. Södele, one, nee, das war ja
Hier sind wir richtig. Waldturm. Da sehen wir mal, wie groß die Festung allein schon ist. Da diese Dungeons. Vielleicht ist das auch nur ein Dungeons, wo die Rhea herkam, ne? Oder wie hieß sie? Rhea? Die uns den Brief übergeben hat. Genau, hier wollte ich ja nochmal gucken. Da gab es noch einen anderen Zugang. Ah, es ist dunkel. Nee. Ja, rast mal bis zum Morgen. Da vergeht die Zeit dann auch, ne? Offenbar, wenn man sich teleportiert. Also die Zeit vergeht dann trotzdem so, als hätten wir die Reise quasi zu Fuß angetreten. Zeit vertreiben bis zum Morgen. Gut. Södele. Na, den einen bei den... Genau, der eine Weg war ja da bei den Töpfen. Müssen wir ein bisschen Fahrstuhl benutzen. Aber hier soll noch ein anderer Weg sein, oder? Jo. Hier auf der linken Seite, ne, wo ich noch nicht nachgeguckt habe, weil mich die Vögel überfallen haben. Na, komm mal her. Also, jetzt hat er ja noch nicht die Krallen benutzt, ja. Sei froh, Vogel, sei froh. Die will ich ja jetzt testen, ne, was die jetzt an Power haben. Oder dazu gewonnen haben. So, die sind mir trotzdem sehr gefährlich. Oh mein, ein Federchen, ein einsames haben wir bekommen. Und hier war doch noch ein versteckter Vogel, oder? Na, roll mal die Fässer platt hier. Also uns gefährlich werden können, diese Schwarzpulver-Dinger. Oh, hier wollte ich mal gucken, ne? Na, okay. Na gut, das kann auch Trollnachrichten sein. Spring voraus. Obwohl, da ist ein Sims. Oh, ich lebe noch. So, knappig. Na gut, jetzt könnte ich mich immerhin noch zurückbeamen, ne? Das wäre jetzt gar kein Thema. Nö, hier ist Ende im Gelände oder gibt es hier eine scheinbare? Nö. Geht's hier noch weiter runter? Nö. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Nee, da muss ich mich wieder zurückbeamen. Ist hier nichts. Ist ja komisch. Wie kann man denn hier runter? Obwohl, da ist was. Das ist zu hoch. Guck mal, ach, da auf den Sims kann man springen? Erzähl nicht, oder? Doch, kann man. Kann man offenbar. Ja, da sind jetzt Nachrichten aufgetaucht. Okay, damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Ey, dieses Spiel steckt voller Überraschungen. Na gut, das ist mir nicht erst jetzt aufgefallen, aber... Das ist Wahnsinn. Bin immer wieder positiv überrascht, sagen wir es mal so. Geil. Tatsache, man kann hier hin. Aber man muss vorsichtig sein. Eieiei, ist eine knappe Kiste hier. Er springt immer so weit nach vorne. Tatsache. Was hätten wir jetzt eigentlich eingesammelt gehabt? Hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Oh je. Steht denn hier eigentlich mal als Tipp voraus versuchen? Okay. Oh Gott, oh nein! Ah! Nein, ich will dich! Oh Gott. Oh ja, wieder was Besonderes. Kriegsasche Sturmangriff haben wir bekommen. Hatten wir den nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Gott, ey. Kracht man da einfach durch. Meine Fresse. Ah, dadurch wurde der Fall gebremst. Oh, was ist denn das für ein Typ da? Oh je, der sieht gefährlich aus. Da sollten wir uns mal anschleichen. Wenn er wieder zurückgeht, ne? Das scheint ein relativ langer Weg zu sein, den er da nimmt. Oder sind da noch andere? Dann sollte ich vielleicht erstmal zweifelsfrei mich vergewissern, ne? Sonst fallen die mir in den Rücken. Wenn ich versuche, ihn zu backstabben. Gott, hier ist so gefährlich, ey. Voll rutschig. Boah, das wird mehr da unten eindeutig. Wie geil. Wie cool ist das denn, Leute?
für ein Hammer-Spiel, ey. Gut, jetzt kann ich die Wertungen so langsam echt nachvollziehen. Das ist ja wirklich... Ich meine, Dark Souls 3 ist ein klasse Game, ja, aber... Nee, jetzt steht er da. Hier angewurzelt. Dreht er nicht mal um? Oder war das auch teilgescriptet? So eine Art Event. Ah, das ist ein geiles Item. Mal, ich probier's mal, Leute. Vorsichtigerweise. Nicht, dass der sich just in dem Moment umdreht. Nein, er kann gar nicht gebackstabt werden, merke ich gerade. Oh, Scheiße, der macht Schaden. Kann ich hier meine Quali nicht rufen? Au! Oh, der ist stark, ey. Dann, ja, ich glaube, Bosse können hier nicht runterfallen, ne? Oh! Oh, oh, das habe ich jetzt verschätzt. Überreste plündern. Da habe ich mich jetzt verschätzt. Ah, warum kann man den noch nicht backstimmen, ne? Muss mal gucken, was ich jetzt überhaupt für Talismane da ausgewählt habe, ne? Das ist mir jetzt gar nicht so klar. Haben wir denn da jetzt überhaupt? Ja, eigentlich sehr nützliche. Boah, die können wir da belassen. Ich einfach mal durchrennen? Ne, ist zu riskant, ne? Da ist die Gefahr viel zu groß, da runterzufallen. Au! Ach, du Mistvieh. Nochmal Federn, yay! Oh! Oh, einer hat sich erledigt dadurch. Scheiße. Ich muss sie trotzdem noch zweimal treffen, also. Heile. Heile, nee. Oh, jetzt haben wir wenigstens einen kurzen Buff. Ich weiß nicht, wie lange der anhält. Ah, ich glaube auch nur kurz, da stand ja da. Ja. Hier ging es runter. Nicht doch. Oh Gott, hab ich Angst. Hier der schmale Sims, ey. Aber ohne die Nachrichten wäre ich gar nicht drauf gekommen. Im Leben nicht. Ah, das haben wir gar nicht eingesammelt. Ich bin auch gut, ey. Da haben wir weiter gehüpft. Achso, vielleicht bin ich auch weit tiefer gefallen gleich. Nö. Stattdessen... Ah, ramponierter Holzschild. Na gut, dass wir da gestorben sind bei dem. Hoffentlich kann ich meine Runen noch in Ruhe einsammeln. Oh, hier fallen wir durch, genau. Ja, da sind sie. Der Hoshi, der kommt erst noch, oder steht er jetzt da? Kann natürlich sein, dass er schon... Ja, der kommt. Oh, eine schwache Vorstellung von uns, wir haben ihn kaum getroffen, ne? Oder von mir, besser gesagt. Manchmal so leicht schizophren unterwegs hier. Eieiei. Ei, ei. Ja, so ist das, wenn man Videos für Zuschauer aufnimmt, ne? Irgendwie spielt man ja dann doch zusammen. Fühlt man sich nicht ganz allein, obwohl man ja doch alleine spielt. Ja, also kein Backstep möglich. Aber vielleicht die Runen zu sammeln, oder vielleicht kriegt er das auch mit, wa? Schon hier auch falsch. Nee. Oh, fuck. Oh Gott, der hat noch ganz andere Tricks auf Lager. Oh. Nicht sehr nett von dir. Oh Gott. Nee, der kann das, was Gottrick kann. Wo bin ich denn hier? Der kesselt mich ein. Ich sammle das hier mal ein erstmal. Ah! Ah, sehr schön. Immerhin Schmiedestein bekommen. Ne, der Kampfplatz ist mir hier nicht genehm. Lass uns mal einen anderen suchen. Oh, hier ist auch nicht so angenehm. Wer weiß, was hier noch auf uns lauert. Noch einer von der Sorte.
Nö. Wahrscheinlicherweise nicht. Planschetech? Genau. Das ist ja mal die beste Gelegenheit, um das mal auszutesten. Oh, was ist denn das, ey? Lass mich auch mal... Fall immer wieder drauf rein hier. Kann der nicht bluten? Ich glaube, der kann nicht bluten oder so. Oh, jui, der ist sehr stark. Der ist schweinestark. Das, obwohl ich die Waffe jetzt mittlerweile, ne, aufgerüstet habe. Huiuiuiui. Der hat's drauf, der Junge. Ist doch blöd, dass diese dummen Vögel hier sind. Ich renne mal einfach mal durch. Ich probiere das mal. Ah, ja, toll. Oh. Irgendwie überstanden. Na, ich glaube, die haben eine spezielle Ebene, auf der sie sich nur bewegen können, und wenn sie die verlassen, dann sterben sie, glaube ich. Also sprich, sie fallen, obwohl es eigentlich Vögel sind und fallen könnten. Aber hier können sie es trotzdem. Ei, nein. Ja, der Gegner ist krass, also offenbar blutungsresistent. Da kann ich mit meiner Waffe dann natürlich nicht viel bewegen, ne? Scheiße. Stimmt, der muss ja erstmal noch vorbeikommen hier. Also hat man wenigstens die Chance auf den Angriff, ne? Ich versuche nochmal bei ihm Blutung hervorzurufen, aber wenn das nicht klappt, dann müssen wir Rapier nehmen oder einfach weiter weg, ja, vor ihm wegrennen. Schlicht und ergreifend. Weil die Gegner können hier nicht mehr fallen, aber das haben sie echt behoben, ne? Dass man die so auf die Art schießen kann. Aber da waren manche Gegner sehr, sehr gefällig. Schleichen sollte ich trotzdem. Auch wenn der Backstep nicht klappt. Ist das so. Ein guter. Der ist haarig, der Typ. Sprich, er hat Haare auf den Zähnen. Ah, das ist allein schon krass. Aua! Und der hat eine hohe Treffsicherheit. Oh, was haben wir denn hier? Hä, waren wir hier nicht schon mal? Nee. Vielleicht kann man den austricksen ein bisschen. Oh, nee. Ich habe mich selber ausgetrickst. Ah! Oh, Scheiße. Ah. Oh, bisher konnte ich noch nicht angreifen. Sollte man den Fahrstuhl runter... Ich muss den Fahrstuhl holen, ey. Ja, da habe ich ja... Oh. Was nun? Oh, der ist runtergefallen. Aspekt des Schmelztiegels Hörner. Was immer es ist. Aber wir haben es jetzt. Geil. Okay, es klappt doch noch. Man kann Gegner zu Fall bringen. Okay, und wo uns dieser Fahrstuhl hinführt, das finden wir einfach mal beim nächsten Mal raus. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen, und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like genau da. Bis dann.